Der Gewürzfenchel hat den Umzug gut überstanden. Das erste Grün sprießt im Kräutergarten auf dem Willekula-Gelände in Flensburg-Thalrup. Otto der Hahn und seine Hühner scheinen mit ihrem neuen großen Gehege auch sehr zufrieden. Der Umzug ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Weil wir einfach mit der Natur arbeiten, die eben anwachsen muss. Das dauert, das geht nicht schneller, nur wenn man daran zieht. Aber ein Großteil ist vollbracht und es gibt immer noch viel zu tun, aber es ist auf dem Weg, sodass wir starten konnten. Die Schüler der Klasse 6a der Gemeinschaftsschule West kommen alle 2 Wochen. Heute sind sie zum ersten Mal am neuen Standort. Sie lernen Pflanzen kennen, jäten, rechen, buddeln, basteln, schneiden und kochen zusammen. Was hast du heute hier gelernt? Dass man Feueranzünder machen kann, ganz einfach mit Kerzenwachs und so Ostergras, sag ich jetzt mal. Das ist wirklich spannend und ich finde es hier einfach nur schön. Suppe kochen. Ja, kochen, Backen machen, ja, das macht Spaß. Also ich gehe oft raus, um Fußball zu spielen, aber so Natur, so in so Wälder und so gehe ich jetzt nicht. Was denkst du, warum ist so ein Platz hier wichtig für Kinder und Jugendliche? Ich glaube, weil die meisten eigentlich nur an der Technik hängen und andere Sachen machen. Und hier ist man mal raus, es sind nicht die gleiche Umgebung. Man kann ja auch mal mit Bissen fahren. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man das erhalten kann. Und ich glaube, hier kann man auch so Bäume oder sowas pflanzen, was man dann später noch behalten kann für den Umweltschutz. Der neue Standort ist mit 1,7 Hektar viermal größer als der alte. Also vor allen Dingen kann man, glaube ich, sagen, dass alles ein bisschen größer einfach geworden ist, ob das jetzt der Hühnerstall ist oder die Küche. Was neu sein wird, ist, dass wir 2 Gewächshäuser bekommen werden. Wir ziehen das alte um und konnten aber auch ein neues bestellen. Wir versuchen dieses Mal von vornherein ganz viel Barrierearmheit mitzudenken. Also wir versuchen da, wo es uns möglich ist, Wege so anzulegen, dass die eben Rollator- und Rollstuhlgerecht sind. Wir versuchen langfristig Hochbeete so zu bauen und zu konzipieren, dass ein Rollstuhl unterdrunter fahren kann. Auch in der Küche haben wir darauf geschaut, dass Tische unterfahrbar sind, dass überhaupt der Weg zur Küche befahrbar ist. Das war uns ganz wichtig. Was auch noch neu ist, dass wir jetzt Schafe haben. Die hatten wir ja vorher nur als Nachbarn. Jetzt sind es wirklich Willekula-Schafe. Die Nachfrage nach den Angeboten wie Gartenkinder und Geburtstagsfeiern ist groß. Viel zu tun für die derzeit 7 Mitarbeiter des Kernteams. Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen würden sie aber längst nicht alle Ideen umsetzen können. Das ist ein großer Teil unseres Teams. Und es gibt einerseits die Möglichkeit, im Projekt Strebergarten mit den Schulklassen sich zu engagieren. Da haben wir momentan vor allen Dingen Studenten und Studentinnen. Dann gibt es jeden 2. Samstag die Gartenzeit von um 10 bis um 1 Uhr. Da kann jeder kommen, der möchte. Das sind dann vor allen Dingen handwerkliche Tätigkeiten oder gärtnerische Tätigkeiten, die eben gerade anstehen. In 2 Wochen kommen die Schüler der 6a wieder. Und bis dahin stecken bestimmt schon mehr Pflanzen ihre ersten Knospen der Sonne entgegen. Am 26. März ist beim Frühlingsfest die Allgemeinheit eingeladen, die Eröffnung des neuen Willekula-Gartens zu feiern.